Eine Angststörung ist eine Krise, in der ein eigentlich gesunder Mechanismus, den wir von der Evolution mitbekommen haben, nämlich die Angst, beginnt, sich gegen uns selbst oder gegen unser eigenes Wohlergehen zu richten. Eine Angststörung zeigt sich sehr stark mit körperlichen Symptomen. Also häufig erkennen Menschen erstmalig Angst gar nicht als Angst, sondern sie merken einfach, mein Puls ist so hoch, mein Herz schlägt so schnell und die Beine werden irgendwie schwach, mir tritt der Schweiß auf die Stirn, ich habe das Gefühl, nicht mehr genug Luft zu bekommen und mein Denken ist irgendwie total eingeengt auf diese Situation. Ich kriege Angst, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert, was mein Leben bedroht. Ein Achtsamkeitstraining kann in der Behandlung von Angsterkrankungen so helfen, dass es zunächst mal darum geht, innezuhalten und diesen Prozess, in dem die Angst sich gegen uns selber richtet, nicht weiter zu eskalieren, sondern einfach innezuhalten, einfach in Anführungsstrichen. Und dann eine Position einzunehmen, aus der heraus ich wie aus einer Distanz auf das Geschehen in diesem Augenblick schaue. Eine alte Metapher dafür ist immer das Licht einer Taschenlampe. Ich richte das auf die Gegenwart und dann sehe ich, was da ist. Und ich sehe, ach, da ist etwas Schreckliches, da ist Angst. Aber das Licht selber, das wird nicht schrecklich, das wird keine Angst. Mein Blick ist nicht ängstlich. Ich schaue auf Angst, aber ich bin es nicht. Und das ist etwas, was Menschen mit einer Angsterkrankung als eine sehr tröstende Erfahrung erleben.